Zurück bei Far Cry 3. Ich bin gespannt. Er wird mich befreien. Und ich bin bereit, mich befreien zu lassen, das steht fest. Wie bin ich hier gekommen? Ich hab hier geht's ab. Am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist so cool. Schön, oder nicht? Auf jeden Fall. Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Cool, ey. Die haben sogar Bitches am Start. Das ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist ein Volk. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie das klingt ein bisschen nach Lost. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich. Sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Auf jeden Fall. Keine Frage. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Was? Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Welche? Hier. Geld für Waffen. Oh, du willst deinen Bruder retten, richtig? Brauchst du wohl Waffen, Junge? Ich habe hier jemanden geschossen. Fang an damit. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es einen. Erstes Mal. Ah ja. Ich hätte jetzt gesagt, er sagt sowas wie, wer nicht wagt, der nicht gewinnt oder so. General Store. Da soll ich wahrscheinlich reingehen, daher der gelbe, leuchtende, pulsierende Punkt. Guns for Sale. Das ist mal eine ziemlich coole Insel irgendwie. Boah, was ist das denn, ey? Ein geiler Baum, ey. Ein Kokosnussbaum, ein Opferbaum. Es geht ab! Was für eine Performance, ey. Was macht ihr hier? Oh, Ferkelchen. Naja, ich kaufe erstmal eine 1911 Faustwaffe im Geschäft. Hallo, grüß dich, gute Frau. Was will ich kaufen? 1911. Oh, das ist aber irgendwie eine moderne Version der 1911, ne? Was haben wir denn? $60 kostet das Ding. Kaufe ich einfach jetzt. Muss ich ja? Soll ich ja? Kauf bestätigen. Bam, ist die Kohle weg. Einem Platz zuweisen. Hä? Akzeptieren. Wie weise ich denn zu? Ah, okay. Keine Aufsätze für diese Waffe verfügbar. Tab-Lackierung ansehen. Boah, die geile Ödland-Lackierung. $200, du spinnst doch, ey. Zurück. Ausrüsten. Fertig. Diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Okay. Funktürme online, was? Du hast gelabert, während ich in dem Menü war, oder was? Das ist ja total super und hilfreich. So, jetzt erstmal zum Dennis gehen wieder. Dann folge mir, mein Freund. Ah, da ist er ja. Dennis, hier mach langsam. Kommt die Kraft aus dem Dschungel. Aus der Insel. Du musst das Gelände kennen. Jederzeit wissen, wo du bist. Okay. Vaas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Okay. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du... Ich schon. Du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ah ja. Die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Okay. Kletter auf alle Türme. Folge Dennis aus dem Dorf. Geh zum Funkturm. Ja, Dennis, und sonst jetzt? Was geht sonst so hier? Ich bin ja neu hier, wie du weißt. Alter, jetzt hat er die Kanone rausgeholt. Wieso das? Schießen, zielen. Links, rechts, Maustaste. Verstehe. Soll ich jetzt ballern, oder was?
Starr mich nicht so an. Sag irgendwas. Nimm die Waffe weg oder irgend sowas. Also, na gut. Ich will mal schießen. Zielen, schießen, zielen, schießen. Gut so. Hallo? Was willst du denn von mir, ey? Soll ich jetzt das ganze Magazin verballern oder was? Verstehe ich hier gerade was nicht? Mann, Dennis, rede mit mir. Spinnenfetisch, was? Hä? Naja, Hauptsache geplündert. Dennis, sag doch mal was. War das? Das war jetzt ausreichend. Aha. Muss man wieder mal sagen, sowas. Weiter geht's. Ich gehe jetzt zum Funkturm. Dann bleib doch da, Junge. Ist mir völlig egal. Arschgeige. Was kann ich denn hier? Kann ich da? Muss ich wohl hoch, ne? Ich renn mal. Das wird mir sonst zu öde. Ich habe ja einen Charakter, der Action gewohnt ist. Aus Flugzeugen springen und so. Komm schon. Das muss der Funkturm sein. Echt? Das glaube ich auch. Das muss der Funkturm sein. Ist auf jeden Fall ein kluger Charakter. Alter, was war denn das? Hallo? Ich hab doch gewusst, dass jetzt noch irgendwo ein Bär auftaucht oder sowas. Fuck, eine Schlange. Oh, geil, vorbeigeschossen. Nochmal vorbeigeschossen. Ja, super. Funktioniert ja super, echt. Kiste plündern. Roter Pokerchip, Faustwaffenmunition. Die nächste auch noch plündern. Pfeilspitze. Was haben wir denn hier drin? Roter Pokerchip. Was kann ich mit roten Pokerchips wohl tun? Pokern? Wird's gerade hell? Wie geil ist das denn? Es wird hell über der Insel. Da will ich mal nach oben mir die Übersicht hier holen. Ach du Scheiße, was ist denn das für eine Art Turm, ey? Mein Gott, ey, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Jurassic Park hier. Gleich reißt alles. Okay, er klettert automatisch Leitern hoch. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Fuck. Super Turm, echt. Ich guck mal runter. Oh Mann, geile Ansicht hier. Oh, da ist noch ein Kistchen. Erreiche die Spitze des Funkturms. Perlenkette. Geil. Hat jemand eine Perlenkette im Funkturm? Oh Mann. Nicht runtergucken, Alter. Krasse Aussicht. Was ist das jetzt? Deaktiviere den Störsender. Oh, das war ja billig. Jetzt sind wir wieder online. Oder was? Wieder Internet im Dorf jetzt. Kirche? Was sind das jetzt für Punkte gewesen? Funkturm aktiviert. So, dann gehe ich. Ah, hier ist ja schon wieder eine Kiste. Hängeschnitzel. Handgeschnitztes. Wieder kommst du nicht wieder runter. Du musst aber runter. Erzähl keinen Scheiß jetzt. Oh geil, er slidet jedenfalls runter. Das muss Spaß für die Hände sein, sowas. Ach, komm. Weiter, ich will in die Action. Sprich mit Dennis. Ich hoffe, der ist jetzt mal langsam nachgekommen, dieser Dennis. Oh nein! Fuck!
Ich dachte, der greift die Scheißleiter automatisch. Verdammte Scheiße, ey. Ach, ist das peinlich. Ach, da bin ich auch. Was? Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Hä? Jetzt bin ich bei Dennis gewesen. Ich war der, die Abkürzung war das zu Dennis. Zeig mir die Karte. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Ah. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Ah ja. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss hier. Geil. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Ah ja, verstehe, verstehe. Bewege den Cursor über das Wildschweinrevier. Ja. Wegpunkt setzen. Also, willst du deine Freunde retten, musst du Wildschwein jagen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Wie geil ist das denn, ey? Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. Wie geil, ey. Das ist jetzt irgendwie quasi auch noch so ein Adventure-Faktor, Rollenspiel-Faktor mit drin. Und ich kann offensichtlich aus dem Leder und so Taschen bauen, hä? Oder wie ist das gemeint? Ah, wir werden sehen. Also, Dennis. Alter, Dennis, wo hast denn das jetzt hergezogen? Wo hast du denn die versteckt? Junge, du hast einige Geheimnisse, das steht fest. So, wie komme ich dann voran? Ich nehme dir die Kiste hier, oder was? Darf ich doch, Dennis, oder? Was sagst du dazu? Warum slidet er denn jetzt rückwärts in diesen Schuppen rein? Der hat Humor, ey. So, ab geht's. Was für eine geile Schüssel ist das denn, ey? Neues Tutorial. Escape drücken. Fahren. W beschleunigen und S bremsen. A, D lenken. Leertaste ist die Handbremse. E halten, in Fahrzeug einsteigen bzw. verlassen. Nach hinten sehen ist umsehen. Okay. C ist Sitz wechseln. Oh, beim Fahren Sitz wechseln kann gefährlich werden. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Okay, bevor ich hier losbretter, würde ich sagen, ich schließe den Part hier ab und dann geht's jagen in den Dschungel und dann komme ich raus als großer Dschungeljäger. Also Leute, bis zum nächsten Part von, ich gucke nach vorne, Far Cry 3. Also bis bald.